So, wie sieht's aus? Alle Startler verriegeln. Wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss. Es geht los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shopping Mall. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen auf den Fressnapf-Shop eingehen, was da so die Stärken sind, wie man ihn gut spielen kann. Und vielleicht auch noch so ein bisschen zu dem momentanen Stand der Map, wie es da so aussieht. Ah, das schauen wir dann nachher nochmal. Was man da so sagen kann. Ja, was auf jeden Fall beim Fressnapf sehr schön ist, ist das Haupthaus. Man hat zu Anfang ein Limit von 25 Towern. Sprich, man kann es aber auch noch ausbauen, so dass man maximal wieder seine 100 Tower hat bei jedem anderen Shop. Dafür aber hat das Haupthaus die Möglichkeit auch anzugreifen. Und der Schaden erhöht sich auch mit den Ausbaustufen. Und das ist dann so ein kleiner Punkt, wodurch der Fressnapf-Shop dann auch die Zeit über immer einen Tower hat, der ganz guten Schaden mit raushauen kann. Ja. Durch die günstigen Tower kommt man halt recht fix auf eine recht große Maze. Schnell abheben. Ja, Maze ist auch schon oben rum relativ fix fertig. Ich setze zwar gleich erstmal mein Tower-Limit von 40 Tower, was ich momentan habe, aber das ist dann auch nicht ganz so problematisch. Ja, ich gucke jetzt halt momentan, dass ich halt meine Maze relativ möglichst schnell fertig bekomme. Gerade den oberen Teil. Für Runde 5 setze ich dann eine kleine Anti-Air rein. Die killt dann auch ganz gut. Ja, den einzigen Vorteil, den das Haupthaus momentan auch noch bringt, ist Damage Bonusstufe 1. Dadurch, dass das momentan ein bisschen buggy ist, habe ich bisher noch nicht die Zeit für gehabt, das zu fixen. Aber vielleicht kommt das auch nochmal. Okay.
Ja, halt das Schaf als kleine Anti-Air, das macht genug Schaden für Runde 5. Da kann dann auch ein bisschen was kommen. Das ist dann auch nicht die Schwierigkeit für das den Tower. Dann muss ich gleich für die nächste Runde mein Hauptgebäude wieder ausbauen. Ah, wie man sieht, das hat ganz easy gehalten. Ah, dann baue ich jetzt erstmal meine Boxen, damit ich hier weiterkomme in der Maze. Und zähle hier im Tower, damit ich oben blocken kann. Dann kann ich für die rechte Seite blocken und dann von der Seite aus ganz entspannt den Defleet durchgehen lassen. Vier Stück sollten vollkommen auslangen. Hab ein Haystack stehen. Wo ist jetzt mein SP-Bilder? Da. Solche Leute kann ich überhaupt nicht haben. 0 XP, um meinen hier die Leute beschimpfen zu müssen. Und da haben wir einen weniger. Ja, Koralle gerade am Ausbauen. Ah, das wird knapp. Ah, da konnte ich gerade noch rechtzeitig die Bank ausbauen. Nee, aber der auf Leibblut, der hat jetzt gerade einen Kick bekommen für sein Verhalten. Weil das meiner Meinung nach unter aller Sau war. Und da hat er dann halt auch selber Schuld. Wer sich nicht benehmen kann, der fliegt. Ganz einfache Regelung.
Schlacht, ich bin die Erstracht, wenn die Krone mich zum König macht. In meiner Welt sind wir stark, in meiner Welt kämpfen wir bis. Ja, geht jetzt langsam weiter, die Maze, jetzt wo ich das Haupthaus wieder ausgebaut habe. Die Koralle hält da oben drinnen recht stark. Auch noch nächste Runde, weil hier jetzt keine Spellresistenz ist in der Runde 9. Wenn ich dann unten den Park fertig gebaut habe, dann habe ich da auf jeden Fall erstmal genug Maze und durch das Haupthaus dann auch genug Damage. Ja, dadurch, dass meine Maus halt spinnt, gerade einmal unbeabsichtigt rangezoomt. Ja, muss ich wahrscheinlich einen Tower hier gleich wegnehmen. Damit das dann passt von der Towerzahl her. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Für die nächste Runde baue ich dann das Heck, also das Hauptgebäude nochmal aus und dann werde ich da auch genug Damage haben. Was haben die Bosse? Spell Resistance und Fast 4. Das geht vollkommen klar. Ja, zwei kleine Diffleaks. Ja, mit der Zeit braucht das Haupthaus echt eine gewisse Zeit, bis es dann noch fertig ist. Und da wird auch schon rasch die Maze länger. Da kommt Nummer 1. Ja, durch das Fast haue ich vielleicht gleich einen Wintereimer rein. Ja. Den kriege ich auch noch ganz gut gekillt. Könnte passieren, dass da zwei durchlaufen. Ja, kam jetzt ein paar mehr durch, da das halt nicht gewintert wurde. Aber hat ja alles gepasst. Und der Winter von Ufa, der kam halt ein bisschen spät. Kann sich halt freuen, weil er eine AOK ist. Ich fange jetzt an, dass ich langsam meine Katzen hier mit rein in Bausitz in die Maze. Die machen selber auch noch ganz guten Schaden. Machen einen Speedbuff, der gar nicht mal
Ja, der also ganz vom Vorteil ist. Und dann gucke ich, dass ich langsam vom Schaden her höher komme. Mal gucken, was die nächsten Level so haben. Ja, das geht eigentlich ganz gut. 14 könnte vielleicht ein bisschen wehtun. 13 macht meine Koralle noch gut Schaden. Ist halt ein bisschen schade, dass jetzt gerade die AOK keine Leben herstellt. Aber das sieht ganz gut aus gerade. Ja, ich gucke jetzt gerade, dass ich noch ein bisschen den Damage hochziehe, bevor nachher LMDM weg ist, weil der noch Besuch erwartet. Meint, sagte er vorhin. Fange jetzt gerade an, dass ich hier schon mal die ersten Docks baue. Ja, ich baue sie gerne zwecks Stun. Stun schadet halt nie. Und so ein bisschen Stun in der Maze verteilt ist auch ganz schön für die Bosse, finde ich immer. Im 15 werden wir dann nochmal die zweite Anti-Air-Form Fressnapf kennenlernen, sprich die Eulen. Aber bis dahin wird es dann ganz entspannt noch ein paar Hunde geben. Werde nachher nach und nach mit der Zeit dann die ganzen Maze Tower deaktivieren. Aber das sieht jetzt schon mal recht gut verteilt aus mit den Hunden. Dazu halt dann den Speedbuff von den beiden Katzen, der auch halt auf dem Tor, also aufs Haupthaus wirkt. Ja, und das stellt die AOK doch super Leben her. Da freue ich mich. Kann ich wieder defleeten? Bekommt die auch mehr Gold? Nächste Runde wird gedefleet. Bei der Rache-Runde. Ah, bisher sieht es ganz gut aus. Auch für den H&M, der hier mitspielt, der killt auch ganz gut. Dann halt unser Copy Shop, unser Aldi und halt die AOK. LNDM halt als Supporter. Weshalb mir das jetzt gerade alles auch noch ein bisschen einfacher ist, auch rot. Aber ansonsten kann man das eigentlich auch recht gut machen, würde ich behaupten. Ich selber spiele nicht oft mit dem, oder habe bisher noch nicht oft mit dem Fressnapf gespielt.
In der Beta, in der neuen, verändert sich halt auch noch ein bisschen was oder wird es halt ein bisschen was anders. Das kann man dann aber auch selber sehen und sich anschauen. Vieles halt zum Positiven für die Spieler. Ja, da hat sich die AOK doch sicherlich gefreut. Ja, ich gucke jetzt, dass ich ein bisschen auf Zungen komme. Nicht zu vergessen, dass ich jetzt gleich noch meine Anti erbaue. Halt die beiden, halt zwei Eulen hier in der Mitte, damit die ganz gut was weghauen. Also der Blaue hat einen Girl, sprich, der wird gut was killen. Lila wird ein bisschen was killen. Trace wird bestimmt auch was killen, wenn er jetzt noch zwei Grimpers kopiert. Ja, da werden dann wohl zwei Eulen lang, weil da nicht sehr viel ankommt. Und dann können sie auch direkt wieder verkaufen. Ja, einmal Speed Up, meinte Damage Upgrade. Dass die Hunde und die beiden Katzen halt auch ein bisschen mehr Schaden verteilen. Das haben wir so als Special. Ja, Bosse Risiko 3. Ansonsten bisher nichts allzu Spannendes. Kein Invis bisher. Mal abwarten. Vielleicht bekomme ich das ja doch noch mit, dass es mal in einem kompletten Game kein Invis gibt bei Random Specials. Ich bezweifle es zwar, aber man weiß nie. Bin gerade am gucken, wo jetzt ich mein Minipad versteckt. Da. Ja, gut, ist aktiv. Wie wir hier jetzt sehen, die Katze gibt halt dem Haupthaus auch den Speedbuff. Wie viel Gold hat unsere Bank? 900 knapp, ja. Je nachdem, wann es mir gibt, bin ich dann halt schon Max und dann passt das doch auch ganz gut. Ja, die nächsten Runden brauche ich jetzt halt bisher keine großen Befürchtungen haben, dass da wirklich was durchläuft. Ja, sorry, wenn es gerade ein bisschen hart gelackt hat. Ich bin gerade einmal kurz rausgetappt. Ja, knapp 4000 Gold habe ich jetzt. Mit dem Gold von LNDM komme ich dann halt über die 5k schon. Und das ist dann ganz nice, wenn ich dafür 20 dann meine Turtle zusammenbekomme.
Ja, unser Blauer, der baut auch stark aus, seine Türme. Ja gut, dann reagiert der Blaue halt nicht. Ja, die müssten jetzt gleich pocken. Jo, wie ich es mir gedacht habe. Das sieht doch gut aus. Ich fange jetzt gerade an, dass ich die Maze Tower deaktiviere. Ups, das war der falsche Bilder. Oh, da kommen doch ein paar mehr Bosse als gedacht. Da ist mein Bilder. Ja, das sieht doch ganz gut aus gerade. Ja,
Boah, jetzt gerade noch. Ich dachte erst, ich brauche noch eine Medusa, aber die sind ja alle tot, bevor ich die überhaupt benutze. Ja, der ist gestorben, als die Medusa fertig wurde, von da. Ja. Ja, so leicht erkennt man das ja, welche Häschen noch aktiv sind. Die bewegen sich immer so klein. Das ist ein bisschen. Ja, aber ich deaktiviere sie halt momentan gerade alle dann mit meinem Minipad. Den Fokus auf die Tower legt, die mehr Schaden machen oder halt auf jeden Fall den Damage Bonus benutzen sollen. Jetzt gerade halt so ein bisschen durch, wo ich noch sehe, was noch nicht deaktiviert ist, und wenn ich das dann, da ist noch einer, der ist auch noch. Am besten sieht man das halt immer durch den Buff. Ich fange jetzt gerade schon mal an, dass ich ganz bisschen Anti-Air baue. Bin ich gleich auch mal ein bisschen gespannt, was ich da insgesamt so brauche, aber ich denke mal nicht ganz so viel. Blau hat 2 Girls und einiges an Real Emergencies. Unser Lila hat ein paar Rocken Visors und ein EMP. Ja gut, und da ist der erste geliebt. Ich mache jetzt gerade ein bisschen die Maze kaputt und gucke, dass die halt recht schnell durchlaufen, damit da keine Kills kommen, damit ich das Gold bekomme. Ah, das sieht jetzt gut aus. Mal gucken, wie das jetzt aussieht vom Damage her mit dem Lever. Ah, ich denke, das dürfte alles passen.
Ja, vielleicht kriege ich da noch ein Diffleek hin, aber nein, schade. Ja, da sehen wir jetzt, wie der Phoenix kommt. Eine schöne Anti-Air für 25. Oh, braucht halt seine Zeit, der baue ich jetzt schon aus und dann kann ich ihn auch stehen lassen für 35 schon. Ja, ich will jetzt gucken, dass ich eine Turtle baue. Habe hier gerade einen Tower verkauft, damit die zurücklaufen und sich porten. Ist auch eine Möglichkeit, um zu dürfen, aber die Turtle brauche ich. So, jetzt könnt ihr gleich sehen, wie der Phoenix sich aus der Asche erhoben hat und jetzt alles killt. Also nachdem er sich aus der Asche erhoben hat schon. Ja, Bosse, Revenge 4, nicht ganz so schick. Aber ansonsten ist halt nur 29 noch ein kleineres Problemchen, aber mit Regeneration, ansonsten der Rest wird easy. Bisher haben wir bisher immer noch kein Go. Ja, 30 das erste Mal Go. Aber da langt dann auch mein Minipad. Das sollte, glaube ich, lang die 1250 Reichweite. Ja, dann bauen wir jetzt eine Spinne und dann sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Da sind die Bosse auch ziemlich tot. Ja. Was gibt es denn so zur Spinne zu wissen, zum Ultimate Tower? Dadurch, dass sie halt Spell Damage sehen, wie bei Schadenstyp und dann halt den Schaden pro Sekunde. Die 800 Schaden sind halt das, was sie an den Creeps macht. Ohne, und dann macht sie auch ziemlich guten Schaden. Ja, es ist ein Spell, der hat, ist hier jetzt nach giftiger Schleim, heißt er hier jetzt. Ja.
ist basierend auf dem Phönixfeuer und greift dadurch halt alles oder greift halt alles relativ schnell an, was in Reichweite ist. Verseucht dieses mit diesem giftigen Schleim und dann haben die Keeps dort sozusagen. Es hält halt etwa 5 Sekunden auf jedem Creep, was die Spinne mit dem Schleim angreift. Und alles, was angegriffen ist, kann halt nicht erneut angegriffen werden. Aber dafür macht es halt Schaden über die Zeit. Und das sind dann halt pro Sekunde 800 Schaden, die Creeps dort bekommen. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Ja. Halt so hingesetzt, dass sie ziemlich mittig von der Maze ist. Kann man die Range anzeigen lassen. Ja, sieht gut aus, meiner Meinung nach. Greift zwar nicht die komplette Maze an, aber den Hauptteil. Und da sterben sie dann jetzt halt instant. Ja gut, was heißt instant, aber sie sterben halt sehr schnell alle. Dazu dann halt Underclaps von den Turtles mit einem guten Damage gegen Bosse. Und noch weiter unten habe ich auch noch die Medusa nicht zu vergessen. Und durch mein nettes Mini-Pad bekommen dann halt so Tower wie die Turtle dann halt nochmal schöne 20. Ja, sind das 20%? Ja, 20% Schadensbonus. Wenn wir uns da mal so eine Turtle mit 20% Schaden da raufrechnen bei 16.000, das ist schon ein bisschen was. Ja, bisschen schade jetzt eigentlich, dass der Damage so teuer geworden ist. Hat jetzt gerade Stufe 3 für 1000 Gold gekauft. Aber er wird sich trotzdem lohnen, noch. Auch wenn ich ihn momentan recht teuer kaufen muss, weil ich es vergessen habe, den noch zu pushen. Ja, Ziel ist es gleich für 30 noch eine weitere Turtle zu bauen. Ah, die Spinne reklärt halt erstmal problemlos für die nächsten Runden. Ja, die Creeps kommen halt nicht wirklich weit durch das Phönixfeuer. Da sind noch ein paar, bei Lila sind noch ein paar. Und bei Gelb ist noch ein ganzer Haufen. Aber die sollten auch noch sterben. Schade halt, dass der blaue auch raus ist, sonst hätte das vom Damage noch ein bisschen gepasst von den Goldkosten her, aber da kann ich jetzt auch nicht viel dran ändern. So, gibt hier jetzt halt die nächste Turtle. Dazu habe ich halt die ganzen Hunde, die auch noch bis ins Stun, das Haupthaus, die Medusa. Da kommt schon einiges an Schaden zusammen, wenn man das Ding mal durchrechnet. Ja, da ist unser Lila ein bisschen Anpuff. Thank you.
Ja, drei Stück fehlen noch. Das sind wahrscheinlich alle, die bei Trace sind. Ja, da sehen wir sie doch schon. Ja, laufen halt momentan ein bisschen komisch, die Ghost-Runden. Weiß ich auch nicht, woran das jetzt liegt. Kann sein, dass es an Patches von Blizzard liegt. Aber die zwei Turtles, wie wir gesehen haben, die haben super geregelt. Dazu halt noch die Spinne. So, da kommt jetzt die dritte. Und wir sehen, bisher bringt die Damage Bonus 3300 Schaden für jede Turtle, die ich habe. Das ist schon ein schicker Bonus. Mit den 20% dann nochmal von meinem Minipad sind 6,5, ja, etwas über 6.500, fast 6.700. Also nachher sind es halt knapp 50% Schadensbonus, die auf den Tauern liegen. Sind zwar auch nur zeitlich nicht dauerhaft, aber es haut gut rein. Nennen wir es mal so. Oh, da kommt was durch. Kann ich noch düften? Ne, bin ich zu langsam gerade. Mach ich nächste Runde. Einen kleinen Blick. Eigentlich sollte er wissen, dass Schatten Splash hat. Oh, da kommen noch ein paar Pakete. Will ich mal gucken, dass ich die zum Diffen nutze? Ja, hat doch gut geklappt. Ich bin jetzt mal gerade gespannt, wann er seinen Rambo baut, um zu sehen, dass Schatten Splash hat. Oder aber irgendwas anderes baut. Ist halt teuer, der Stack. Und bei 4 Leuten wird er damit im Late Game auch nicht mehr so dolle killen. Ja, ich werde jetzt gleich erstmal eine zweite Anti-Air ausbauen zum Phoenix, damit ich was für 35 habe. Weiß jetzt, ja, Panic oder Resurrection. Da werde ich auf jeden Fall noch eine zweite Anti-Air ausbauen. Ich weiß nur nicht, ob ich die direkt beim Phoenix nehme oder noch ein bisschen weiter unten. Oder ob ich jetzt erstmal doch noch eine Turtle ausbaue. Wobei ich halt safe bin, was Ground angeht. Und da kommt noch eine. Und da setze ich noch eine Katze hin. Ja, wobei, da ist ein bisschen zu eng an den anderen. Setze hier hin und
und dann dort einfach Maze Tower. Weil Katzen halt einfach was Schönes sind. Ja, man merkt, dass ich jetzt ein bisschen mehr diffen muss, um die Diff unten zu halten. Nee, wobei geht sogar doch noch. Ja, da kommt jetzt mein zweiter Phönix. Und dann baue ich hier oben noch eine weitere Türte. Ja, können wir nach 35 wieder defliegen, glaube ich. Ja. Ja, jetzt hat er doch einen Schack gebaut, wa? Ja, insgesamt bezahlt man halt 8.500 Gold für den Tower. Deshalb muss man sich immer zweimal überlegen, ob man ihn bauen möchte oder nicht. Ich finde es nicht so schön, wenn die Maus immer von alleine aus Versehen ranzoomt, ohne dass ich es mache, aber es gibt momentan Schlimmeres. Wie zum Beispiel einen nicht funktionierenden Editor von Blizzard aus. Oder einen nicht voll funktionierenden, besser gesagt. Das nervt mich noch mehr, als dass ich hier mit meiner Maus momentan einen kleinen Schaden hat. Ja, da gab es einen Diffleak, sehr schick. Da können wir schon wieder eine Türte bauen, sehe ich gerade. Wie, ich habe keine Spinne? Ja, ich würde gerne viel mehr bauen, aber gibt halt immer das Problem mit dem Goldmangel, ne? Ah, naja, manche sehen sowas nicht ganz so schnell. Ja, einer kam durch, das ist doch schick. Thank you.
Vater der Tode nicht im Rücken, das ist alles, wo die Vater und Sohn, was diese Sache nötig ist, wohl auch aus seinem Wagen, wenn uns lachen konnte, fühle ich mich wie Aragorn, er bringt es gern genug, um zu erkennen, dass denn alles los ist, aber mein Kabin in den Keller und leben dort, so wie Arthas Bruder, sie gleichen Tor, meinen Ansicht und merken, dass es nicht geht, versuchen zu flüchten, doch nur mehr gegen den Kanal. Naja, nicht mein Problem. Werde halt gucken, dass ich gleich noch mal eine Spinne baue. Ich denke mal ein bisschen weiter unten, dass ich da dann auch noch was vom Thunderclap habe. Damit, dass sie halt nicht die größte Reichweite hat, verteile ich sie richtig schön. Ja, gleich mal noch ein bisschen Werbung machen bei neuen Leuten. Ja, jetzt gleich kommt die nächste Turtle. Die gehen auf jeden Fall ganz gut ab. Ja, was ich jetzt selber zum Beispiel gar nicht baue, sind zum Beispiel die Krabben. Weil die haben selber einen Area Freezer, aber ich habe mit meinem Minipad, genau, so heißt das, selber schon ein Area Freezer, und da ich das Area Freezer mit Area Freezer nicht stackt, deshalb baue ich diese jetzt momentan nicht. Was noch ganz gut sind, sind auch zum Beispiel die Scorpions mit ihrem Belagerungsschaden. Und halt die Medusas sind auch gar nicht schlecht mit ihrem Hero Damage. Weiß gar nicht. Ja, hatten auch eine Chance auf einen Stun, 0,33 Sekunden, 20%. Sind auch gar nicht schlecht. Steht auch noch nicht im Tooltip. Und ich bin der Meinung, der Pinguin hat noch einen Slow. Können wir gleich mal nachgucken, dann baue ich mal ein. Ja, mittlerweile 7 Turtles fertig. Das geht schon gut ab. Wie man das sich hier angucken kann. Wir werden die Wände bunt, wandeln uns mit und wenn wir malen uns die Hände bunt.
Ja, was ist denn jetzt so meine Kalkulation für die Bosse? Mal angucken, was sie so haben. Spell Resistance, Shadow und Resurrection. Ja, da werden ein paar Bosse auf mich zukommen. Deshalb gibt es jetzt einfach noch eine weitere Turtle. Allein schon auch für 41 mit dem Spell Resistance. Nee, nicht Spell Resistance, Invisible Shadow. Und ja, und 41 ist allgemein immer ein bisschen schwieriger. Deshalb wird die da mit dem Spell Damage auch gar nicht so schlecht angebracht. Welcher zuerst Daumen gemacht? Der vordere, ja. Da sehen wir jetzt schon, wie gut der Schaden reinhaut auf die Bosse. Durch den hohen HP-Rack, den sie halt haben, kriegen sie halt nicht ganz so, oder merkt man halt, dass sie nicht so viel Schaden bekommen. Jetzt, wo sie in Spider-Reichweite sind, merkt man es wieder. Gerade bei mehreren Bossen. Ja, gucken wir mal, dass wir hier den Vordersten schon mal killen. So, zwei sind tot. Da ist Nummer 3 tot gleich. Ja, Resurrection kann halt jetzt böse sein. Ja, ich bin momentan ein bisschen am Fokussen, damit ich besser sterbe, aber das sieht gerade gar nicht mal so schlecht aus. Hat sich gelohnt, noch eine weitere Turtle zu bauen. Ja, abheben war jetzt ein bisschen fail. Untere stirbt er gerade. Oh, der ist wiederbelebt worden. So, komm schon. Du musst jetzt gleich sterben und darfst dich nicht wiederbeleben hier vorne. Ja, Resurrection in den 40er Bossen ist schon nicht unbedingt das Schönste, was man haben kann. Ah, schon wieder diesen Fail gemacht mit WA. Ist halt so eine Angewohnheit. Jawohl, der hat sich nicht wiederbelebt. Ja, einer ist durchgekommen, das passiert halt mal. Aber so im Gesamten hat sich das doch gut bewährt. Ach, Trace hat einen Kaktus, sehe ich gerade. Thank you.
Nee, die Kaktus-Aura, sie kann zwar hilfreich sein, aber bei dem Bossen bringt sie nicht wirklich viel. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade nochmal den Damage gepusht auf 25%. Und hier sehen wir jetzt auch, wie gut diese Thundercats immer reinhauen noch. Man muss es mal so rechnen, das sind 8 Tower mit Thunderclap, und wenn jeder den Slow reinhaut und Damage dadurch, ja, ist das schon ein ganz schöner Bonus. So, mal sehen. Was haben wir bis 49? Ghost 45 mit Armor, das widerspricht sich, das ist schön, halt Eistemp macht er drauf. 49 wird halt ein bisschen böse. Also könnte auch böse werden. Jetzt gerade Ice Time und Rec 4. Ja, man merkt es. Aber so kann es halt kommen. Ja, man sieht halt, wie sie sich da gerade wieder hochrecken. Hier haben wir ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ja, ich baue jetzt noch eine Turtle und dann muss ich wahrscheinlich nächste Runde vielleicht so ein bisschen runter, also unter Maxins gehen für eine Runde, um Anti-Air vernünftig zu bauen. Aber ich denke mal, 3 große Phönixe sollten lang. Wie soll man Party machen, wenn man keine Menschen macht? Wie soll man hassen, wenn man quatschen, wenn man Extensions hasst? Wie soll man all das verkraften, dieser heftige Bass? Schaltet meinen Kopf und ich tanze. Ich schwing meinen Körper auf.